Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um den 24-Stunden-Lieferantenwechsel. Und zwar die EDI@Energy-Nachrichtentyp-Version, die zum April 2025 in Kraft treten werden. Ihr erinnert euch, dass wir beim letzten Mal bei dem Thema uns die Konsultationen angeschaut hatten, der Datenformate, die da zum 1. April 2025 in Kraft treten sollten. Konsultation heißt ja, man spricht dann mit dem Markt, mit der Öffentlichkeit, schaut sich an, was da für Rückmeldungen kommen und dann erarbeitet man das eigentliche Ergebnis. Wir haben dann für Anfang Juni eigentlich schon die Veröffentlichung erwartet. Jetzt haben wir am 19.06. den Beschluss hier endlich sehen können, wo dann schon die erste große Änderung ist. Das Ganze wird zum 4. April 2025 in Kraft treten. Wir kriegen nochmal eine kleine Pause. Nur zur Vollständigkeit, diese Konsultation war ja Nachrichtennummer oder Mitteilungsnummer 40, jetzt haben wir die 42, dazwischen liegt nur die Redispatch-Formatänderung, die zum Oktober 24 kommt. Ne? Da haben wir im Großen und Ganzen, was den Strombereich angeht, nur die Redispatch-Änderungen. Und hier sehen wir dann in der Nummer 42, dass sich also hier doch einiges nochmal getan hat und beschlossen ist, dann zum April gleichzeitig zu dem 24-Stunden-Lieferantenwechsel Marktregeländerungen in Kraft zu treten. Wir sehen so ziemlich alle Formate oder alle relevanten und dann sowas wie hier die API-Guideline. BDW-API, ganz wichtig, ist dann neben der klassischen EDIFACT-Kommunikation, die früher ja per E-Mail-Anhang lief, jetzt per AS4-Server direkte Kommunikation läuft. Die ist ja trotzdem nicht mega schnell, sage ich mal, die braucht so eine gewisse Verarbeitung. Datenübersetzung vielleicht auch, ne, von dem EDIFACT-Format in das interne Format des Abrechnungssystems, meinetwegen bei SAP ist dann das IDOC und so weiter. Ne. Das braucht alles, das ist alles nicht so mega performant oder nicht so schnell, dass es in Sekundengeschwindigkeit laufen könnte. Wir brauchen aber manchmal Sekundengeschwindigkeiten oder zumindest sehr, sehr, sehr schnelle Geschwindigkeiten und dafür ist dann die API, die BDW-API gedacht. Das ist nochmal eine andere direkte Serverkommunikation, die eben performanter ist. Und hier ist dann die Beschreibung, wie das Ganze zu laufen hat. Dann natürlich allgemeine Änderungen, die Prüfi-Änderungen und dann unsere diversen Formate. Und dann sehen wir, die Liste ist länger geworden, denn hier haben wir neue Anwendungshandbücher in der Version 1.0 für endlich die Orders, Order Response, Order Change, Request for Quote und die Quotes. Das heißt, die fünf Formate, die bisher in einem gemeinsamen Anwendungshandbuch waren, wie wir hier unten das dann ja auch lesen können, die kriegen jetzt einzelne super tolle eigene Anwendungshandbücher. Das ist durchaus sinnvoll, um da auch die einzelnen Inhalte, die einzelnen Prozesse einfach voneinander trennen zu können. Das macht schon Sinn, weil selbst diese Trennungen sind teilweise über 100 Seiten lang, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Daher, das macht schon Sinn. Ihr seht also auch hier, ne, das vorherige Anwendungshandbuch für Herkunftsnachweisregistermeldungen wird entsprechend beendet. Das finden wir dann hier auch in unseren neuen mit drin. Und die MABIS-Anwendungshandbücher für Auto-Response und für UTMD gehen dann jeweils in den anderen auf. Das ist durchaus sinnvoll und auch richtig so. Neben den konsultierten Änderungen an den eigenen Formaten gibt es dann hier unten noch ein bisschen mehr. Ihr seht ja vielleicht hier an der Seite, dass ich jetzt mit der Auflistung der Formate nicht mal bei der Hälfte der gesamten Seite angekommen bin. Da kommt also noch was super spannend zu den Datenformaten. Erstmal, entgegen der im 24-Stunden-Lieferantenwechsel-Festlegungsverfahren gemachten Vorgaben werden wir nicht zum 1.4.25, sondern erst zum 4.4.25 0 Uhr loslegen. Um genau zu sein, werden wir manche Fristigkeiten dann sogar erst am darauffolgenden Montag, dem 7.4.25, anwenden. Das gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Das hat vor allem noch was mit der Bilanzierungsumstellung zu tun, weil die bisher asynchrone Standardlastprofil-Bilanzierung zu der rein synchronen ja übergehen wird, was im Großen und Ganzen bedeutet, dass wir nicht mehr rückwirkend Einzüge, Auszüge in der klassischen Versorgung machen können, also auch keine rückwirkenden Lieferantenwechsel-Themen mehr möglich sind, sondern wir jetzt nur noch in die Zukunft Zuordnungen ändern, außer in der Grundversorgung, in Klammern. Und wir eben dadurch auch nicht mehr sozusagen diesen Bilanzierungsmonat weit in die Zukunft teilweise legen müssen, weil wir vielleicht am Ende eines Monats liegen. Ja, dann setzen wir den Lieferantenwechsel rückwirkend 6 Wochen um.
Die Bilanzierung beginnt aber erst zum übernächsten Monat. Dann haben wir schlimmstenfalls 200 Monate Unterschied zwischen Netznutzung und Bilanzierung. Einfach im zeitlichen Beginn. Und das ist natürlich blödsinnig. Und das Synchronmodell heißt, wir beginnen die Netznutzung in 3 Tagen und die Bilanzierung beginnt dann auch in 3 Tagen. Fein. Das, was wir bisher schon kennen bei den Lastgang-Kunden, RLM-Kunden und auch bei den intelligenten Messsystems-Kunden, ne, das ist dann immer synchrone Bilanzierung und Netznutzung, das wird das für alle Standard-Lastprofil-Kunden ausgerollt. Selbst wenn die noch einen alten Ferrari-Seller haben, die werden trotzdem synchron behandelt. Ich mache dazu wahrscheinlich mal ein separates Video, um das mal weiter auseinanderzunehmen. Dann haben wir ein paar Anpassungen rund um die Control und die APARAG. Einfach gesagt, die Control wird nicht mehr als Eingangsbestätigung verwendet. Die APARAG wird als Eingangsbestätigung verwendet. Die Control wird weiterhin für Syntaxfehler verwendet, nicht mehr als Eingangsbestätigung. Ab dem 4.4.25. Das steht kurz gesagt hier, ne, dass die APARAG auch hier als Eingangsbestätigung, als Anerkennungsmeldung nämlich verwendet wird. Ne. Die APARAG kann die Anwendungssystemfehlermeldung sein, aber auch die Anerkennungsmeldung. Die wird da entsprechend mit Frist versendet werden müssen. Und hier unten steht dann auch noch mal irgendwo, wo war das denn? Bin ich gerade komisch? Empfangsbestätigung, Control. Ne, hier steht's doch. Wegen AS4 haben wir sowieso schon Eingangsbestätigungsmeldungen und dann wird die Control also nicht mehr dann verwendet werden dafür, nur noch Syntaxfehlermeldung per Control. Hätte gar nicht runterscrollen müssen, ich muss ja hier noch gucken. So, das haben wir. Dann noch so Kleinigkeiten rund um andere Formate. Auch hier, ne, so Blinddarm-Mehrarbeit, beim Netzentgelten und so weiter. Das ist alles relativ okay. Ganz klar ist die BDW-API-Geschichte auch noch nicht vollständig. Gerade hier Austauschzertifikate und so weiter wird dann noch mal im Laufe dieses Jahres konsultiert. Deswegen heißt diese Mitteilung Nummer 42 auch nur Teil 1 der Themen, die da zum April nächsten Jahres kommen. Wir kennen jetzt die ruhende Marktlokation, die ist im Kontext des, ich sag mal, virtuellen Summenzählers zu verstehen und in der Zuordnung von, ich sag mal, über- und untergeordneten Malos. Ne? Da gibt es dann die ruhende Malo, gerade auch hier Thema CNC, geringfügige Verbräuche in diesen Konstellationen. Das ist im Gesamtkontext von Energy Sharing, Gebäudeversorgung und Co., Mieterstrom vielleicht auch dann schlussendlich noch zu verstehen. Machen wir vielleicht auch einfach mal ein separates Video. Das wird sonst für heute nämlich zu viel. Dementsprechend hier noch so ein paar Erklärungen, die das alles noch erklären. Auch na hier Entscheidungsbaumdiagramm-Geschichten. Gerade der Malo-Ident ist hier dann noch später zu veröffentlichen, was mega wichtig ist, weil die Marktlokationsidentifizierung ist ja der vorgelagerte Prozess vor dem 24-Stunden-Lieferantenwechsel. Also, ja, wow. Und dann sind wir am Ende dieser Mitteilungsseite angekommen. Das ist schon relativ viel. Schlussendlich läuft das jetzt darauf hinaus, dass wir hier wie immer also unsere Formate haben. Und ich gehe mal beispielhaft in die kommende, weil ich glaube, die ist noch relativ kurz als Dokument. Ne? Also manche dieser Nachrichttyp-Beschreibungen, Anwendungshandbücher und MEGs sind ja 100 Seiten und länger. Die Comdes ist hier 22 Seiten lang. Dann haben wir hier immer im Inhaltsverzeichnis eine Änderungshistorie stehen. In diesem Fall Seite 21, das ist gut, da haben wir nur 2 Seiten. Aber trotzdem, diese 2-Seiten-Tabellen sind dann auch relativ ausführlich. Es ist immer so, wir haben am Anfang so ein laufendes, hochlaufende Nummer. Dann, ich sag mal, die Kapitelangabe, wo was geändert wird. Alter Stand, neuer Stand, kurze Erklärung und der aktuelle Stand, der Umsetzung jetzt an dieser Stelle ist der im Regelfall egal. Da würde höchstens noch mal stehen, ob es vielleicht eine Fehleränderung war, die schon zwischendurch gelaufen ist, die dann vielleicht schon in den Anwendungshilfen mitstand und jetzt praktisch dann mit aufgenommen wird in die nächste Version. Ne? Das wäre so das Einzige, was man hier noch lesen könnte, ne? So für die Historie. Aber ansonsten sind für mich interessant Alter, Stand und Neuer, kurze Erklärung und dann vielleicht noch so die Kapitelstruktur, wo wir das Ganze angepasst. Und dann sehen wir eben hier Änderungen, zum Beispiel, weil die APARAG jetzt diese Anerkennungsmeldung macht, wird hier darauf hingewiesen, dass es entsprechend hier kommt. Ne? Vorher stand hier nur Control, jetzt steht hier Control oder APARAG und schon ist das Ganze erklärbar.
zum Beispiel der Comdes ist ja ganz wichtig, weil wir dort ja teilweise angeben müssen, die Comdes ist ja eine Handelsstreitigkeit nach zum Beispiel einer Ablehnung einer Netznutzungsabrechnung. Ne? Die Netznutzungsabrechnung ist ein Invoice, Ablehnung per APARAG oder per REM-ADV besser gesagt, ne? Meinetwegen Ablehnung auch per REM-ADV. Und dann würde man mit der Comdes wiederum sagen, nee, eure Ablehnung ist Quatsch, die ursprüngliche Rechnung ist in Ordnung. Und dann würde man verweisen zum Beispiel auf eine andere Nachricht, die irgendwann mal verschickt wurde und für die wir zum Beispiel eine Empfangsbestätigung haben, eine Control, eine alte. Dann geben wir die Referenznummer der Control an. So. Und dementsprechend, wenn man das jetzt per ABARAG macht, ist das hier entsprechend aufzunehmen und dann können wir eben lesen, alles klar, diese Änderung rund um die ABARAG hat hier eine Auswirkung gehabt im konkreten Text und der Beschreibung und hier wird dann eben erklärt, hey, es geht um diese ABARAG-Anpassung. Alles klar. Und so sehen wir ja, dass gerade bei der Comdes vor allem diese ABARAG-Anpassung eine Wirkung entfaltet hat. Und so kann man mit diesen ganzen Dokumenten arbeiten. Seid vorgewarnt, dass sowas wie hier die Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten mehrere Dutzend Seiten Änderungen hat. Bei der Orders haben wir teilweise sehr viele Seiten. Und bei der UTMD in dieser Form keine Änderungshistorie, weil faktisch ja alles anders ist im Kontext der Zuordnungsprozesse, Änderungen, die wir teilweise uns schon mal angeschaut hatten. Da gehen wir auch nochmal im Detail drauf ein. Was hier jetzt auch noch wichtig ist, und deswegen gehe ich in diesem Video darauf nochmal besonders ein, wir haben ein Einführungsszenario. Auch jetzt ganz frisch veröffentlicht am 21.06.24, also zwei Tage später, ne? Das war der 19. genau, und hier der 21. Das Einführungsszenario beim BDEW, also unserem Branchenverband, wir haben einmal die PDF und wir haben noch eine Excel, darauf gehen wir auch gleich ein. Die PDF. 21 Seiten, kurz, also recht übersichtlich. Wir haben einmal kurze Erklärungen und Einordnung. Was ist mit Gas? Wie ist der Ablauf der Umstellung? Und dann werden einzelne Fallbeispiele dargestellt für die Änderung von Asynchron auf Synchronmodell, wie ich es vorhin erwähnt habe. Die Netznutzung und Bilanzierung wird gleichgezogen. Und dann gibt es ja nun verschiedene Varianten, gerade rund um diesen Umstellungstag, 4.4.25, bei denen wir hier entsprechend das dann auf eine bestimmte Art und Weise behandeln müssen, um das korrekt umzustellen, zum Beispiel zwischen einem alten und einem neuen bilanzierenden Versorger. Ne, das muss ja dann in seinen Bilanzkreis rein und dann entsprechend dort bewirtschaftet werden. Das wird hier also erklärt auf den meisten Seiten dieses Dokuments und dann nur noch mal kurzer Hinweis auf zum Beispiel auch die Anlage. Das ist der Excel-Sheet, der noch mit verlinkt war. Und da gehen wir jetzt auch nur noch mal kurz ein bisschen rein. Eingeordnet wird erstmal, was jetzt hier einfach beschlossen wurde. Schön und gut. Ausgangsbasis. Und das ist noch mal ganz interessant. Ich zoome vielleicht noch mal ein bisschen raus, damit mein Bild nicht so im Wege ist. Einmal, wir nicht zum 1.4., sondern zum 4.4. ändern. Das ist schon mal wichtig. Die asynchrone Bilanzierung wird abgeschafft. Wir wollen nur noch synchron auch SLP bilanzieren. Dementsprechend keine einfachen rückwirkenden Ein- und Auszüge mehr. Im Rahmen des Lieferbeginns, im Rahmen der Grundversorgung, prinzipiell schon noch möglich. Netzbetreiber nicht mehr als grundsätzlicher Stammdatenverteiler, sondern der Stammdatenverantwortliche verteilt. Diverse Stammdatenpakete, die nicht mehr in der klassischen Anmeldebestätigung geschickt werden, sondern nachgelagert. Wir wollen also diese Anmeldung selbst verschlanken. Deswegen vorgelagert Marktlokationsidentifizierung, nachgelagert Stammdatenpaket und die Anmeldung selbst ist dann relativ schlank. Ne? Das ist so der Sinn, den wir mit diesem 24-Stunden-Lieferantenwechsel auch machen wollen. Dementsprechend haben wir diesen vorlaufenden Marktlokationsidentifizierungsprozess und viele mehrtägige Fristen, die wir eben noch hatten, gibt es da nicht mehr. Wir sind jetzt eher bei Stundenfristen allerhöchstens. Auswirkungen bei Gas. Der 4.4. wird ein extra GD-Gas-Feiertag. Ein paar Edifact-Anpassungen hier nur in den Formaten, also Versionsnummern. Und wir wollten auch das nur dann zum 4.4. ändern. Das ist also schon mal relativ interessant. Dann Ablauf der Umstellung. Hier ist zum Beispiel ganz wichtig. Der Zeitpunkt, ab dem die Fristen des Lieferantenwechsel 24 erstmals gelten, ist der 7.4. 0 Uhr. Außer tägliche Servermitteln der MS Consen, die kommen natürlich vorher schon in Frage. Das heißt, hier wurde ein zusätzlicher GBKE-GDI-Feiertag eingesetzt, sodass wir hier am 4.4. Noch ein bisschen Zeit haben, um die Umstellung zu machen und Störfälle zu lösen.
Und dann wird nochmal darauf hingewiesen, dass wir in der Anlage, diesem Excel-Sheet, ein bisschen darauf eingehen, wie die Prozesse in den Marktregeln sich nun ändern oder wie die dann neu zu verwenden sind. Wir haben eine Übersichtstabelle. Und ich würde sagen, da gehen wir auch gleich drauf ein. Schlussendlich ein bisschen Erklärung dann nochmal, wie das Asynchron-Synchron-Modell umgestellt wird. Ne? So verschiedene Szenarien, so und so sieht es aus. Das war nur also die bisherige Welt. Und dann müssen wir dementsprechend die Bilanzierung folgendermaßen ändern. Und dann haben wir so eine kleine, auch grafische Darstellung, wie das dann laufen würde. Und von diesen einfachen Varianten bis hin zu relativ komplexen Umstellungen hier, haben wir hier einfach verschiedene Szenarien, die das dann erklären würden. Das empfehle ich euch ganz stark, dass ihr euch das nochmal genauer anschaut. Wenn ihr euch mit diesen Lieferantenwechselthemen, Bilanzierungsthemen, Stammdatenthemen beschäftigen müsst, ist das hier für euch mega interessant. Speichert euch auf jeden Fall dieses Einführungsszenario ab und guckt euch diese diversen Szenarien an. Und dann eben hier, ne, Kapitel 8, der Verweis auf die anhängende Geschichte mit dem Excel-Sheet. Und dann gehen wir damit direkt rein. Es ist ein relativ langes Excel-Dokument. Wenn ihr es runtergeladen habt, kann es gut sein, dass ihr da relativ weit runtergescrollt seid. Lasst euch davon nicht irritieren. Ihr müsst wieder ganz hoch scrollen, um dort in dieser Tabelle komplett sehen zu können. Ja, seht ihr, hier sind wir schon bei Schritt 68 allein schon. Und wenn wir bis ganz runtergehen, kommen wir auch schon in die dreistellige Anzahl. Hier genau bis zu etwa 130. Was das hier macht, ist, dass wir einmal die alte Marktregelstruktur sehen auf der linken Seite. Hier zum Beispiel WIM und oben GBKI. Dann das Kapitel da drin. Um was für einen Prozess handelt es sich dabei? Der ist anzuwenden bis praktisch dann 4.4.0 Uhr. Und auf der rechten Seite haben wir in derselben Zeile dann den Hinweis, okay, die neue Umsetzung, die neue Marktregelposition ist dann in diesem Fall in der WIM Teil 2. Wir wissen ja, die GBKI ist in vier Teile geteilt, die WIM in zwei Teile. Dann eine entsprechende Kapitelstruktur, die ist hier glücklicherweise direkt übernommen worden. Der Prozess heißt dann sogar noch identisch und ist dann entsprechend anzuwenden ab dem 4.4.0 Uhr. Wenn wir auch ein bisschen weiter hochgehen, sehen wir hier teilweise noch ausführliche Erklärungen dazu. Ne? Klassische GBKI Römisch 3 ist ein GBKI Teil 4.1.4.4 und haben dann hier entsprechende weitere Erklärungen. Vor allem mit diesem interessanten Punkt, letzter empfohlener Versandzeitpunkt. Ne? Diese Standardänderungen sollte man zum Beispiel dann schon Mitte März einstellen, damit das dann nicht mehr mit Nachlauffristen und Nachbearbeitungsfristen genau in die Umstellungszeit fließen würde und dementsprechend dann Erklärung, ne, neu gestaltet dann mit dem neuen Prozess, Förder. Und hier kurze Erklärung, warum man das so machen sollte. Das ist für Process Owner und so weiter mega hilfreich. So eine Gesamtüberblickstabelle, gerade wenn es dann hier ein bisschen komplexer im Wechselprozess selbst wird, ne, da seht ihr auch hier, ne, was sollte man wann bitte nicht mehr machen. Also hier zum Beispiel dann schon eine ohne Marktlokationskündigung schon Ende März entsprechend dann einstellen mit Marlow zum 2.4. und dann kann das entsprechend später umgesetzt werden. Ja, also das ist definitiv mega hilfreich, muss ich sagen. Also die Anwendungshilfen und die Einführungsszenarien sind dann meistens ganz gut. Diese Excel macht mir mega viel Spaß. Ich begleite verschiedene Häuser im Kontext Lieferantenwechsel 24, Marktkommunikationsänderung dann nächstes Jahr. Und solche Übersichten hier sind natürlich genau das, was man braucht, um da einen Gesamtüberblick zu haben. Das heißt, grundsätzlich, was ihr euch hier anschauen müsst, sind an sich ja schon die Marktregeländerungen, das heißt GBKI, WIM, MPES, wie sie sich dann zum April 25 ändern. Hier diese etwa 30 Dokumente, die sich da ändern. Und dazu am besten noch das Einführungsszenario, was so ein bisschen die konkrete Änderungsstruktur nochmal mit sich bringt. Und ich habe es ja schon beim letzten Mal gezeigt, wenn man sich das alles ausdruckt, selbst mit hier doppelseitig und dann zwei Seiten pro Seite, also praktisch vier Seiten pro Blatt, ist es trotzdem so viel Papier. Ne? Also das ist schon echt viel. Und deswegen
muss ich das auch in viele, viele Einzelvideos durchtrennen, um euch hier jeweils immer diesen Einblick gewähren zu können. Ich glaube, allein die Zusammenfassung, was wir jetzt bekommen haben, Mitte, Ende Juni, ist schon mal für ein Video ausreichend. Ich würde dann demnächst also nochmal das Synchronmodell, den Zuordnungsprozess als solchen, mit also Malo-ID, Zuordnungsbeginn und meinetwegen auch Stammdatenpaket durchgehen und so ein paar andere Sachen, die euch vielleicht auch besonders interessieren. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch besonders interessiert im Kontext des Lieferantenwechsels 24 Stunden. Dann gehen wir darauf genauer ein. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.